Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Das regelmäßige Reinigen der Toilette ist eine der eher unbeliebten Haushaltsarbeiten. Dabei werden oft WC-Tabs aus dem Handel eingesetzt, um die Toilettenschüssel von Resten von Urinstein und Kalk zu befreien. Diese Tabs werden in die Toilette gegeben und nach einer gewissen Einwirkzeit wird dann einfach gespült. Dabei kommt man zwar nicht unter den Rand der Toilettenschüssel, aber im unteren Bereich, wo am meisten Urinstein und Kalk sich festsetzt, erzielt man hier ohne viel Schrubben und Mühe gute Ergebnisse. Allerdings muss man dafür nicht unbedingt auf gekaufte Produkte zurückgreifen, sondern kann auf natürliche Hausmittel setzen, um günstig und schnell umweltfreundlich Tabs zur WC-Reinigung selber zu machen. Und dafür brauchst du 100 Gramm Natron, 30 Gramm Zitronensäure als Pulver, optional ein desinfizierend wirkendes ätherisches Öl. Teebaumöl hat eine besonders stark antibakterielle Wirkung. Ein luftdicht verschließbares Gefäß, passende Form für Eiswürfel und eine kleine Schüssel und einen Teelöffel. Zuerst die 100 Gramm Natron abwiegen und in eine passende Schüssel geben. Dann die 30 Gramm Zitronensäure dazugeben und schon einmal leicht vermischen. Als nächstes einige Tropfen des ätherischen Öls dazugeben. Ich nutze in diesem Fall Teebaumöl wegen der besonders stark antibakteriellen Wirkung. Aber auch Zitrone oder Orange eignet sich hier für diesen Zweck gut. Ich persönlich verwende in der Regel ca. 7 bis 10 Tropfen. Anschließend wird ein Teelöffel Wasser darüber verteilt und nun die Masse schnell vermischt. Nicht mehr Wasser verwenden, da ansonsten die zur Reinigung notwendige Reaktion zwischen Natron und Zitronensäure schon jetzt und damit viel zu früh erfolgt. Deshalb ist es jetzt auch wichtig, beide schnell zu vermischen, bis das Ganze kristallisiert. Dann die Mischung in der Form verteilen. Gut geeignet sind hier Eiswürfelformen, aber auch andere Formen mit kleinen Portionen sind hier möglich. Zum Beispiel kleine Muffinbackformen aus Silikon. Die einzelnen WC-Tabs gut andrücken, damit sie kompakt werden und nachher auch zusammenhalten. Jetzt muss das Ganze gut trocknen. Dafür lasse ich es einfach über Nacht stehen. Am nächsten Tag kann man dann die getrockneten WC-Tabs aus der Form nehmen und fertig sind unsere umweltfreundlichen und selber gemachten WC-Reiniger. Am besten bewahrt man diese in einem luftdicht verschließbaren Glas auf. Für die Reinigung der Toilette dann einfach einen WC-Tab in die Toilette geben und je nach Verschmutzung eine gewisse Zeit einwirken lassen. Dann noch einmal mit einer Bürste nachwischen und spülen. Schon ist der untere Bereich der Toilettenschüssel wieder sauber. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like und wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen, euer Alex.